Meine Damen und Herren, willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren. Ich habe gerade zwei Videos aufgenommen für Sie, die Sie schon sehen können auf dem Internet. Und ich bin jetzt am dritten Video. Schlussfolgerung. Ich habe Ihnen gesagt, dass es keinen Sinn macht, auf Aktien-News zu hören. Sie bringen Ihnen nichts. Jetzt sitze ich hier draußen, genieße meinen Tee. Grüntee aus Japan, ausgezeichnet. Und lese tatsächlich auch etwas. Sie können das hier sehen, was ich gerne lese. Ich möchte Ihnen erklären, was mich interessiert. Ich lese tatsächlich die Financial Times und man könnte sagen, okay, der liest ja Stock News, aber ich muss Ihnen sagen, was mich interessiert in der Financial Times, sind nicht die US Election 2015, nicht die Companies, die Market Slacks. Mich interessieren die Kommentare, was sagen die Menschen über die Welt. Das interessiert mich. Und was auch ganz faszinierend ist, ist Lunch mit der FT. Da kommen immer ganz spezielle Leute zum Sprechen und man kann hören, was die über das sagen. Was die über die Welt sagen. Was ich nie anschaue, ist Companies, Markets, Slacks. Manchmal lese ich den Big Read, das ist auch interessant, kann man sehen, was sie für große Themen haben. Ich lese auch sehr gerne die New York Times. Die New York Times fasziniert, es gibt uns einen Blick auf Amerika und auch gibt es uns immer wieder einen Blick auf die auf ganz neue gesellschaftliche Entwicklungen, die mich interessieren. Was lese ich sonst noch gerne? Ich lese sehr gerne die Foreign Affairs. Die Foreign Affairs lese ich gerne, weil das gibt mir einen Blick auf die Politik, auf die Gesellschaft, auf was machen andere Länder mit ihren Gefahren und Herausforderungen. Absolut spannend, absolut spannend. Immer ein bisschen vor der Tagespresse. Und was ich auch gerne lese, ist Quora. Quora gibt mir einen Einblick in Expertenwissen. Da werden Fragen beantwortet von Leuten, die wissen enorm viel über diese Fragen und ihre Meinungen sind absolut spannend. Und was ich sehr gerne auch lese, ist der Economist. Ein bisschen, muss ich zugeben, ist ein bisschen Smalltalk. Smalltalk ein bisschen für die Intellektuellen. Und manchmal, wie auch jetzt zum Beispiel der Italian Job über die Banken in Italien, die Konkurs gehen, ist es auch nicht besonders interessant, denn es geht jetzt hier um Aktien-News und die finde ich ja nicht interessant. Ich finde Aktien-News nicht interessant, weil diese Informationen sind schon im Aktienpreis drin. Ich kann den Aktienmarkt nicht schlagen mit Aktien-News, die jeder kennt. Ich kann ihn nur schlagen mit Informationen, die niemand hat. Und das ist ganz, ganz schwierig herauszufinden, deshalb versuche ich es gar nicht. Aber es hilft natürlich. Es hilft natürlich, wenn Sie etwas von der Welt verstehen. Wenn Sie sich informieren, wenn Sie Ihr eigenes Bild machen. Und Ihr Bild ist genauso gut wie meines. Es ist extrem schwierig, etwas besser zu wissen als jemand anderes. Und deshalb empfehle ich, lesen Sie das, was Sie gerne lesen, trinken Sie das, was Sie gerne trinken und genießen Sie Ihr Leben, verwenden Sie die Zeit für Aktienanlagen nur am Rande und das kann man mit den Automat-Aktien lernen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.